Christian Higher Provisions. Aber der Wirt hat doch hergerichtet. So, Fisch also. Jawohl. Prost. Herzliche Einladung zu unserem traditionellen Fischessen. Diesmal nicht vor Ort im Schlössli, aber zu Hause digital können Sie uns empfangen. Und natürlich gibt es auch Fische, deswegen bis Mittwoch beim Schlösslwirt anrufen und sagen, was Sie gerne hätten von seiner bewährten Speisekarte. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt schon einen guten Appetit und einen spannenden Livestream mit Ulrich Lange und unserer Oberbürgermeisterin Katrin Alpsteiger. Schönen guten Abend zusammen. Grüß Gott. Von wo aus immer Sie uns zuschauen. 1968 hat unser damaliger Jodo-Kreisvorsitzender Dr. Anton Dietrich zum ersten Mal das Fischessen im Gasthaus Ludmayr in Kremheim durchgeführt. Im Laufe der Zeit sind wir immer mehr geworden. Wir sind dann in den Saal umgezogen und als es noch mehr wurden, zum Schlösslwirt nach Finningen. In diesem Jahr sind wir gezwungen, durch Corona nachzudenken, wie wir trotz aller Einschränkungen unsere längste Tradition heuer zum 53. Mal aufrechterhalten können. Deswegen haben wir einen Raum gewählt, der größer ist als alle Säle zusammen, den Livestream, mit dem wir weltweit erreichbar sind. Was wir heute auch haben, und darauf sind wir ganz besonders stolz, wieder eine starke junge Union, die ich Ihnen gerne in Ausschnitten vorstelle. Sie hat sich im vergangenen Jahr bei den Kommunalwahlen erfolgreich beworben und sie hat viel erreicht. Sie ist im Kreistag als eigene Fraktion mit Sarah Maria Bunk, Laura Schwerberger und Manuel Knoll vertreten. Sie ist in allen 5 Stadtratsgremien und in zahlreichen Gemeinden präsent. In Dillingen mit Daniel Keim und Benedikt Lein, in Gundelfingen mit Florian Steidle, in Höchstädt mit Manuel Knoll und Thomas Schmidt, in Lauingen mit Benedikt Denneffel und Benedikt Kriener, in Wertingen mit Fabian Braun, in Bachhagel mit Sophia Gremmel, in Buttenwiesen mit Daniel Uhl, in Finningen-Mörslingen mit Christina Reicherzer, in Holzheim mit Stefan Brenner, in Witteslingen mit Benedikt Decker, Dominik Leubel und Johannes Wunderle, in Zöschingen mit Tobias Steinwinder, in Blindheim-Unterglauheim mit Thomas Gastmeier und Martin Meier und in Ziertal mit Christian Löffler. Damit habe ich aber nur den harten Kern unserer jungen Mannschaft erwähnt. Ich finde eine super Perspektive. Das gute Ergebnis aus 2020 stimmt uns zuversichtlich. Beim Thema Junge Union komme ich auf unseren Stargast zu sprechen. Wir haben diesmal das Glück gehabt, einen ganz besonderen zu bekommen. Der Wunsch war weiblich, jung, dynamisch und erfolgreich. Sie erfüllt alle Anforderungen. Katrin Alpsteiger. Sie war die erste weibliche JODO-Landesvorsitzende. Ihr Weg hat sie vom Deutschen Bundestag dann in die Kommunalpolitik geführt. Heute ist sie Oberbürgermeisterin in Ulm. Sie wird uns berichten von ihrer schönen Stadt, von dem großen Zentrum, das Ulm und Neu-Ulm ausmacht, das auch ein wichtiger Attraktivität für unsere Region ist und uns damit aufwertet. Ich nenne nur das Stichwort ICE-Trasse Ulm-Stuttgart, die vielen Bildungseinrichtungen, die es dort gibt. Mit dabei ist unser Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundesfraktion. Er ist hauptamtlich in der Bundeshauptstadt tätig und im Ehrenamt im Kreistag Donau-Ries. Wir sind gespannt, was die beiden, die sich schon in Berlin kennengelernt haben, über die JU kennen und durch die Kommunalpolitik beide gleiche Aufgaben machen. Darauf sind wir sehr gespannt. Hans Popp wird als unser Fraktionsvorsitzender im Schwäbischen Bezirkstag berichten, was es dort Aktuelles gibt. Und natürlich mit Katja Müller als Bürgermeisterin Lauingen, Frank Kunz als Oberbürgermeisterin Tillingen sind Teil unserer jungen Mannschaft und sie stehen an der Spitze unseres neuen Oberzentrums Tillingen-Lauingen.
Frank Kunz werden Sie in einem Live-Schnitt sehen. Katja Müller wird jetzt an dieser Stelle meine Position übernehmen. Danke und viel Spaß heute mit uns über das weltweite Netz. Sehr geehrte Parteikolleginnen und Kollegen, ich freue mich heute, Sie hier in Lauingen begrüßen zu dürfen, wenn auch nur in diesem kleinen, aber sehr professionellen Studio. Die CSU ist eine Partei mit Tradition und auch der Kreisverband hat seine Tradition fortgesetzt und dieses Fischessen veranstaltet, wenn auch unter besonderen Umständen. Lassen Sie sich die leckeren Fischvariationen des Landgasthofes Schlössle in Finningen schmecken und freuen Sie sich mit mir jetzt auf die interessanten Beiträge durch unsere Gastredner, Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, an die ich jetzt gerne weitergeben darf. Ja, liebe Freunde unseres Fischessens hier im Landkreis Dillingen, auch ich darf alle ganz herzlich begrüßen heute Abend zu diesem ja vielleicht etwas besonderen oder anderen Fischessen. Ich freue mich, Katrin Albsteiger, dass du in Lauingen bist, im Landkreis Dillingen bist. Wir beide kennen uns ja aus unserer gemeinsamen Zeit im Deutschen Bundestag von 2013 bis 2017. Warst du mit bei uns in Berlin? Wir beide hatten unsere Büros im gleichen Gebäude, fast im gleichen Stockwerk nebeneinander. Ich freue mich ganz besonders, dich jetzt hier begrüßen zu dürfen, auch in deiner neuen Funktion als Oberbürgermeisterin. Du hast sozusagen die Seiten gewechselt von der gesetzgebenden Gewalt im Deutschen Bundestag, also ein bisschen von unserer Theorie in die Lebenswirklichkeit der Kommunalpolitik. Das freut mich ganz besonders. Wie geht's dir denn? Wie läuft's denn so als neue Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm? Ja, vielen Dank, Ulrich Lange, für den netten Empfang, auch für die Einladung. Ich freue mich natürlich ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. So kommt man wenigstens mal ein bisschen raus. Ja. Das haben wir alle schon festgestellt, dass uns das ein Stück weit fehlt. Und ich glaube, das ist auch das, was für uns alle das letzte Jahr ziemlich genau beschreibt, in welcher Tätigkeit in der Politik oder auch woanders wir alle gerade tätig sind. Ja, wie geht's mir? Ich habe die Seiten gewechselt. Das muss nicht zum Negativen sein, aber auch nicht unbedingt zum Positiven. Ich glaube, dass jeder so sein Plätzchen findet in der Politik. Und so habe ich jetzt Mainz in Neu-Ulm als Oberbürgermeisterin gefunden. Und glücklicherweise wurde ich da auch von den Wählerinnen und Wählern unterstützt, weil das ist natürlich Grundvoraussetzung da dafür, dass das klappt. Ja, und gekommen oder gestartet bin ich in die Krise. Das ist, glaube ich, seit dem letzten politischen Fischessen, das hier stattgefunden hat, das bestimmende Thema in der Politik, in der Gesellschaft. Und so beschäftigt es mich natürlich auch als Oberbürgermeisterin. Jetzt muss man wissen. Und so hat natürlich jeder seine eigenen Erfahrungen in seinem Doing, das man so hat und in seinen Aufgaben, die man erfüllen muss. Neu-Ulm ist eine kreisangehörige Kommune, was bedeutet, dass wir ein Stück weit natürlich auch immer Befehlsempfänger sind, könnte ich mal sagen, Ausführende. Gewalt in gewisser Weise. Die Legislative ist auf der Seite da, die natürlich die Regeln trifft, den großen Rahmen vorgibt. Und wir setzen ihn ein Stück weit um, sofern es uns natürlich möglich ist. Das sind große Herausforderungen. Manchmal muss es von jetzt auf gleich gehen. Wir sind alle unheimlich getrieben, zeitlich getrieben. Die Herausforderungen in der Mitarbeiterschaft sind enorm. Insbesondere auch deswegen, weil wir ja nicht nur einfach Aufgaben haben, die man nicht mehr so erfüllen kann, wie man sie gerne erfüllen würde. Bei mir als Oberbürgermeisterin muss ich sagen, fehlt mir echt auch der Kontakt zu den Menschen. Das ist Teil unserer Tätigkeit. Als Politiker gehört das dazu. Transparenz auf der einen Seite, Ansprechpartner sein, auf der anderen Seite zugänglich zu sein, näher am Menschen. Das ist was, das fehlt mir. Das macht einen manchmal auch ganz schön depressiv. Also nicht im schlimmsten Stadium, aber mir fehlt schon enorm was. Und das soll jetzt aber kein Gejammere sein, sondern viel schlimmer als das ist es natürlich, welche Herausforderungen wir in der Politik dann damit haben. Beispielsweise der ganze Bildungsbereich, der uns natürlich massiv
beschäftigt. Wir haben, also in dem Fall, wir sind zuständig für Grundschulen und Mittelschulen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass wir eine Innenstadt haben, die von Händlern und Gastronomen geprägt ist und das auch am besten so bleiben soll. Ich bin angetreten damit, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr geschehen sollte. Die Belebung der Innenstadt war eins meiner großen Themen und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall, pandemiebedingt. Und das macht mir natürlich Sorgen, meine Wirtschaft, meine Gewerbesteuern, die einbrechen. Und es sind Herausforderungen, die nicht gerade gering sind, aber mit denen wir alle irgendwie arbeiten. Ja, du hast jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, über die wir im Laufe dieser Zeit, die wir jetzt haben, sicherlich die wir noch vertiefen werden. Ich will dich trotzdem ein bisschen, du bist junge Mutter, ich bin ein etwas älterer Vater, aber vielleicht auch ein bisschen persönlich fragen. Du hast gesagt, ja, die Pandemie, man trifft die Leute nicht mehr so. Es stimmt, ich war noch nie so viel zu Hause. Meine Familie musste sich, meine Kinder quasi daran gewöhnen, dass ich abends zu Hause auf dem Sofa bin und vielleicht auch mal was mitbestimmen möchte. Das war man die letzten über 10 Jahre bei mir zu Hause nicht so gewohnt. Ich erlebe auch Homeschooling, mal besser, mal schlechter. Deine sind noch ein bisschen kleiner. Darf ich einfach fragen, wie geht's denn auch so persönlich? Wie geht denn eine Oberbürgermeisterin, eine junge Mutter mit dieser ganz speziellen Situation um? Wie gesagt, wir sind eine glückliche Familie, aber wir haben auch gelernt als Familie, uns neu zu finden in diesen Monaten der Pandemie. Und es war durchaus spannend. Das kann man wohl laut sagen. Allerdings tatsächlich erleben wir unterschiedliche Dinge. Ich glaube, das Homeschooling, und da habe ich natürlich Freundinnen in meinem Alter, in meinem Umkreis, die genau das erleben und da also nicht nur Positives erzählen, weil das natürlich sehr fordernd ist, als Eltern das mitzumachen, ohne Zweifel. Jetzt sind meine Kinder 3 und 5 Jahre alt, beide im Kindergarten. Schrägstrich aktuell nicht. Das heißt, man muss sie halt zu Hause bespaßen. Mein Mann unterstützt mich da Gott sei Dank sehr. Und wir sind auch noch froh, dass wir Oma und Opa haben und dass es die Möglichkeit gibt, diese Betreuung auch noch privat organisieren zu können, wenn man mal selber nicht kann, weil ich habe schließlich genügend Aufgaben im Büro, möchte die Stadt da an der Stelle nicht hängen lassen. Und versuche natürlich auch so ein bisschen zu jonglieren an der Stelle. Und so geht's uns, glaube ich, allen ein Stück weit. Wir haben uns auch neu gefunden dahingehend, dass Mama jetzt am Wochenende zu Hause ist oder am Abend die Kinder mal ins Bett bringen kann. Das war eigentlich wirklich sehr selten der Fall. Also man mag das jetzt einerseits herausfordernd sehen, auf der anderen Seite kann das auch mal ganz schön sein. Also ich genieße das auch ein Stück weit. Und dennoch hätte ich die Pandemie nicht gebraucht. Die hätte keiner gebraucht und die kann man auch nicht schönreden an der Stelle. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat sie für mich persönlich natürlich an der Stelle ein bisschen mehr Familienleben auch beschert. Aber ich freue mich trotzdem schon, wenn man auch wieder rausgehen kann. Und da kann man die Familie ja auch mit einbinden. Also Dorffeste, Stadtfeste, kulturelle Veranstaltungen, das geht ja auch gemeinsam. Naja, da bin ich mir sicher, da werden deine Kinder noch mitgehen. Meine werden das mit Sicherheit nicht mehr so tun. Aber die waren ja in einem gewissen Alter auch immer wieder dabei. Ja, man war draußen, man ist spazieren gegangen. Ich bin nie so viel abends oder auch sonst tagsüber mit meiner Frau spazieren gegangen durch die Stadt Nördlingen, so wie du jetzt durch deine Stadt gehst. Und du hast jetzt die Themen schon angesprochen. Die Städte verändern sich, die Situation verändert sich. Wir haben vom Bund sehr viel Hilfe gegeben. Wir haben die Gewerbesteuer ausgeglichen für das Jahr 2020. Ich sage jetzt mal hier, wenn wir im Landkreis Dillingen sind, Gundelfingen war der Spitzenreiter mit 4,6 Millionen für, wenn ich es jetzt mit Neu-Ulm vergleiche, ja doch eher eine kleine Stadt Gundelfingen oder 1,1 Millionen für Wertingen. Also der Bund hat da einiges gemacht, unmittelbar zu helfen in dieser Pandemie. Klar, da haben wir uns verpflichtet gefühlt, das ist unsere Aufgabe. Aber du hast selber gerade angesprochen, es verändert sich. Der Einzelhandel verändert sich. Wir hatten jetzt mehrere Berichte, auch hier in der Donauzeitung, in der Wertinger Zeitung, über die Situation des Einzelhandels in der Region. Ich glaube, wir sind gemeinsam gefordert, jeder bei sich auf seiner Ebene mit Ideen, mit Konzepten, mit Geld. Stichwort schwierige Novemberhilfe. Was ist das für eine Hilfe, die Novemberhilfe heißt und im März vielleicht dann ausbezahlt wird? Was stellst du denn da bei dir in Neu-Ulm fest?
Und ich frage jetzt natürlich als Bundespolitiker auch ein bisschen, vielleicht auch mit Hoffnung auf eine nicht nur schwierige Antwort, ist das ein oder andere auch angekommen? Ja, also fangen wir doch mal mit den ganz positiven Dingen an. Gewerbesteuerausfälle hast du angesprochen. Das ist natürlich nicht das Positive. Das Positive ist, dass der Bund eingesprungen ist. Und dafür sind wir enorm dankbar. Ich glaube auch, dass ich das für alle Kommunen sagen kann. Da kann man im Detail immer drüber streiten. Die eine Kommune sagt, diese Regelung wäre für mich besser gewesen, diese Berechnung wäre für mich besser gewesen. Aber im Endeffekt ist das Geld geflossen zum Ende des letzten Jahres. Ich habe zugehört, welche Gelder bei euch gekommen sind hier in der Region. Tatsächlich in Neuulm hatten wir Gewerbesteuerausfälle und damit dann eine Kompensation von 15 Millionen Euro im letzten Jahr. Das ist mal richtig eine Bank. Und ohne dieses Geld vom Bund hätten wir so vieles nicht tun können. Und ich weiß nicht, wie wir in dieses Jahr gestartet werden. Wir werden nächste Woche unseren Haushalt 2021 beschließen. Ohne diese Stabilität, die uns da im Jahr 2020 gegeben worden ist durch diese Zahlungen vom Bund, wären die Beratungen praktisch, ich will nicht sagen unmöglich gewesen, aber das hätte für uns massivste Einschnitte bedeutet. Und das trifft dann natürlich die Bevölkerung hart. Da können dann Straßen nicht saniert werden, da kann kein einziger Radweg gebaut werden, da werden wir nicht wissen, wie wir mit Kindertagesstätten im Bau weitermachen müssen. Wir planen gerade 5 Kindertagesstätten. Die wollen finanziert werden. Da gibt es auch Bundesgelder, bei denen wir hoffen, dass die weiter in der Förderung natürlich auch so fließen. Aber das letzte Jahr ist das eine, das laufende Jahr ist das andere, muss man auch ehrlicherweise sagen. Da haben wir als Kommune natürlich auch die klare Forderung an den Bund. Und ich sag mal, Forderung hört sich immer so bös an. Aber den ausdrücklichen Wunsch, dass wir natürlich hier auch in diesem Jahr nicht alleine gelassen werden, sondern dass wir auch unsere Gewerbesteuerausfälle, die auch in diesem Jahr selbstverständlich da sein werden, da braucht man nicht um heißen Brei rumreden, dass wir die dann auch ein Stück weit wieder zurückbekommen. Das war großartig im letzten Jahr. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Ja, in der Hoffnung schwingt natürlich so ein bisschen Erwartung mit, Katrin, das hat man ja ganz deutlich gemerkt. Also es gehört natürlich immer dazu, zu sagen, es ist Bund und Land in Bayern ja ganz besonders wichtig, denn das Land kompensiert an den Stellen, da darf ich auch den Georg Winter ausdrücklich mit einbinden, das Land kompensiert hier immer an den Stellen, wo der Bund manchmal einen halben Schritt zurückgeht. Konnte sich Bayern das zum Glück in den letzten Jahren auch immer wieder leisten und in diesem Jahr oder im Jahr 2020 ganz besonders. Aber ich bin auch zuversichtlich, nicht nur weil Wahljahr ist, sondern weil wir ganz genau wissen, dass natürlich die Basis für unsere Gesellschaft, für das tägliche Leben die Kommune ist, dass wir auch im Jahr 2021 und wenn es notwendig ist, auch 2022 die Kommunen weiter unterstützen. Wir haben für die Gewerbesteuer, das will ich allerdings schon ausdrücklich sagen, extra das Grundgesetz ändern müssen, denn es ist zunächst keine Bundesaufgabe gewesen. Aber das Bündnis zur Unterstützung der Kommunen in Berlin ist breit und ich bin mir sicher, gerade bei den Punkten Kindertagesstätten, Ganztagbetreuung, bei all denen, bei den Programmen des Städtebaus, bei den Sonderprogrammen, für Jugend, Sport, Kultur im sozialen Zusammenhalt. Von dem Programm profitiert zum Beispiel Lauingen und Höchstädt, die lebendigen Städte, das ist Dillingen, da ist auch Gundelfingen dabei. Also wir haben in den letzten Jahren immer wieder dort aufgestockt und wollen das natürlich weiter tun. Und du darfst mich gerne beim Wort nehmen, ruf uns einfach in Berlin an, wenn du unzufrieden bist. Und es geht jetzt an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die uns zuschauen und zuhören an der Stelle. Ihr wisst, wir in Berlin und aber auch München wird die Kommunen auch in Zukunft nicht im Stich lassen. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren doch bewiesen. Ich habe trotzdem schon so ein kritisches Wort genannt. Das sind die Hilfen, das sind die Innenstädte, die sich natürlich verändern werden. Wir haben auf der einen Seite die von mir gerade schon genannte Unterstützung durch die Städtebauförderung. Was nützt aber die beste Städtebauförderung, wenn am Ende die Stadt leer wird, weil der Einzelhandel nicht mehr funktioniert, weil die Geschäfte zu sind, weil die Kneipen geschlossen sind? Wie schaut es denn da bei dir aus?
Ja, also wir haben, sage ich jetzt mal, zwei Herausforderungen. Erstens, wir befinden uns in einer Doppelstadt mit Ulm. Eine historisch geprägte Stadt, eine weitaus ältere Stadt, als es Neu-Ulm ist, eine touristisch attraktive Stadt, die natürlich mit ihrer kleinen Schwester Neu-Ulm, die ich persönlich absolut für ähnlich attraktiv halte und der anderen Stadt in nichts nachsteht, wenn es um mein Herz geht. Und gerade in der Verbindung der Doppelstadt macht eigentlich das den Charme auch aus. Jeder hat seine Schwerpunkte und auch seine schönen Ecken. Aber die Innenstadt, die ist in Ulm immer schon ein Stück weit belebter gewesen. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Und deswegen war es für uns auch wichtig in den letzten Jahren, und ich war auch Stadträtin vorher, das heißt, ich habe diesen Weg natürlich schon eine Weile mitbegleitet, bevor ich Oberbürgermeisterin wurde, immer wichtig, die Innenstadt attraktiv zu halten und mit ganz besonderen Impulsen zu bespielen, damit sie für Händler und für Gastronomen auch attraktiv werden. Da haben wir zum Beispiel diverse Märkte, Töpfermarkt zum Beispiel, der überregional sehr beliebt ist, oder auch Kultur auf der Straße, ein internationales Kulturfest, wo an allen Ecken quer durch die Stadt Künstler sind und Darbietungen machen. All das findet jetzt nicht mehr statt und das hat bisher unseren Handel massiv gestützt und auch die ansässigen Gastronomen. Dass wir das jetzt im letzten Jahr nicht hatten, ist durchaus dramatisch. Dass wir hoffen, dass das dieses Jahr im Sommer wieder stattfinden kann, ist, glaube ich, verständlich. Aber bis dahin müssen die auch durchhalten können. Und wir wissen, dass einige Hilfen etwas spät kamen, dass es mit Antragstellungen Probleme gegeben hat, dass nicht jeder antragsberechtigt ist. Ich kann das auch durchaus für mich sagen. Also ich habe ein Hallenbad, was selbstverständlich nur rote Zahlen schreibt. Ich habe ein Museum, was zu ist, eine Bibliothek, die zu ist, eine Stadthalle, die durch Messen immer bespielt worden ist, die zu ist. Das sind alles Kosten und da gibt es natürlich welche, die kommen, sind antragsberechtigt, kommen dann hoffentlich oder sind es auch schon gekommen in den Genuss von November-Dezember-Hilfen und manche eben nicht und das ist hart. Also da, den Appell kennst du. Den Appell nehme ich auch gerne nochmal mit. Es ist wichtig, weil sonst findet in der Innenstadt nichts mehr statt. Das sind traurige Bilder, wenn man durch die Stadt läuft und leere Schaufenster sieht. Den einen oder anderen hat es erwischt, das muss man deutlich sagen. Und jedes Mal, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, zittere ich ein Stück weit, ob drin steht, dass wieder ein Traditionslokal den Löffel abgegeben hat. Das wünscht man sich nicht, im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Und da wünsche ich mir einfach möglichst schnell Hoffnung. Ja, ich glaube, dass wir in Berlin, dass es sehr wohl angekommen ist, auch bei uns in der Fraktion. Und du weißt ja, wie lebendig diese Fraktion sein kann, ist dem Peter Altmaier schon nochmal sehr deutlich auch zu verstehen gegeben worden, dass wir nicht zufrieden sind, wie die Abwicklung dieser Novemberhilfen gelaufen ist, dass es jetzt schneller die Unterstützung fließen muss. Denn wir wollen ja nach der Pandemie Leben in unsere Städte zurückhaben. Und dort pulsiert ja dann die Gemeinschaft. Und das ist natürlich für Neu-Ulm und Ulm, du hast vorhin schon genannt, für diese Doppelstadt ja auch besonders wichtig. Neu-Ulm, Ulm, die Doppelstadt verbindet man aber ja auch als eines der Bildungs-, der Wissenschaftszentren. Jetzt gibt's ja, normalerweise ist die Bildungspolitik in erster Linie Landessache. Du bist aber eigentlich eine alte Bildungspolitikerin, so habe ich dich in Berlin kennengelernt. Und deswegen möchte ich jetzt als letzten Punkt noch ganz gerne anschneiden, das Thema Bildung, Digitalpakt, Schulen. Wie läuft's denn da bei dir? Kommt das, was wir uns gut meinen, kommt es an? Ich sage ja, ich habe einen Sohn in der 11. Klasse im Homeschooling. Ich kann da aus der direkten Erfahrung so ein bisschen was berichten. Wie läuft's denn vor Ort? Ist der Digitalpakt Schule, ist das Digitalpaket Bildung der Durchbruch, den wir brauchen? Es sind immerhin über 5 Milliarden im Topf. Ja, also wir kriegen oder haben in der Vergangenheit aus Bundesmitteln einerseits durch den Digitalpakt Schule über 1 Million Euro bekommen. Das heißt, dieses Geld, was dort zu bekommen war, wurde investiert und wird aktuell noch investiert in den Ausbau von WLAN,
bei uns an den Schulen oder aber auch in den Ausbau der Klassenzimmergeräte, um sie digital sozusagen aufzurüsten. Da gibt es auf der anderen Seite natürlich dann auch das ein oder andere bayerische Geld noch, für das wir außen natürlich sehr dankbar sind. Und letzten Endes gibt es aber auch noch das Sonderbudget oder gab es Sonderbudget-Leihgeräte, was enorm wichtig war für den Homeschooling-Bereich, weil wir alle wissen, dass es entweder Kinder gibt, die können sich grundsätzlich oder Familien gibt, die können sich grundsätzlich kein digitales Gerät, mit dem Homeschooling betrieben werden kann, leisten. Oder Familien haben schlichtweg einfach 3 Kinder oder 4 und alle sind im Homeschooling. Also ich weiß nicht, ob immer jeder für jedes Familienmitglied, was im Haus wohnt, dann seinen eigenen Laptop oder Tablet zur Verfügung stellen kann. Also das ist nicht ganz selbstverständlich. Und deswegen, ja, das Geld kam an. Ja, die Geräte sind beschafft. Wir haben zum Beispiel 300 Leihgeräte für unsere Schulen, wie gesagt Grundschulen und Mittelschulen, für die wir zuständig sind, beschaffen können. Und das war enorm viel wert, natürlich. Aber man muss auch sagen, und das geht jetzt nicht bloß an den Bund, sondern das geht auch ans Land, das, was natürlich hier in kürzester Zeit dann auch beschafft werden muss, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Die Verteilung ist ein Wahnsinnsaufwand. Und was man auch sagen muss, es reicht wahrscheinlich nie so richtig. Aber auch zum Beispiel das bayerische Geld, das wir jetzt kriegen, was die Lehrerendgeräte angeht, das reicht halt nicht für jeden Lehrer. Ja, und der Verteilungskampf, der ist hart an der Stelle. Und dementsprechend ist es immer ein ständiger Verteilungskampf, der natürlich von Seiten der Lehrer, für die wir ja gar nicht zuständig sind, sondern nur für die Ausstattung, aber auch natürlich für uns in der Beschaffung, in der Verteilung, in der ganzen Abwicklung des Ganzen. Da sind wir gefordert in einer Art und Weise, das hätte man sich so nicht denken können, aber das stehen wir durch. Da sind wir dabei, weil wir haben ja sowieso keine andere Chance als das, weil im Endeffekt muss das System zum Schluss funktionieren. Kathrin, ich sag Dankeschön. Es hat Spaß gemacht, es hat mir Freude gemacht, dich wieder zu treffen. Es zeigt auch, dass eine Kommunalpolitikerin mit bundespolitischer Erfahrung natürlich das ein oder andere auch einschätzen kann. Ich glaube, dass diese Zusammenarbeit über die Ebenen vom Bund, über Land, über den Bezirk bis in den Kreis und die Kommunen wichtig ist. Das macht uns letztlich stark, dass wir immer wissen, wo hat der andere auch Sorgen und Nöte und wo muss man sich unterhaken und zusammenhalten. Und da freue ich mich jetzt, dass der Hans Popp jetzt zu uns sprechen wird, der Fraktionsvorsitzende im Schwäbischen Bezirkstag. Lieber Hans, ich möchte mich da als Fraktionsvorsitzender des Donau-Rieser Kreistages ganz herzlich bedanken, dass ihr nur einen halben Punkt die Bezirksumlage habt anheben müssen. Das hat uns viel geholfen. Wir wissen das als kommunale Familie. Aber ich denke auch, der Landkreis Dillingen, da bist du ja auch Fraktionsvorsitzender dieser großen, starken CSU-Fraktion, konnte von der ein oder anderen Hilfe, sei es vom Land, sei es vom Bund, profitieren. Ich darf dir, lieber Hans Popp, jetzt das Wort geben und sage nochmal Dankeschön, Kathrin. Auch vielen Dank. Ja, lieber Uli, liebe Kathrin, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Überleitung. Und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich nehme die Gelegenheit gern wahr, einige Worte zu sagen zur Arbeit im Schwäbischen Bezirkstag. Im Bezirkstag gilt das gleiche Phänomen wie derzeit eigentlich auf allen politischen Ebenen. Es gibt ein dominierendes Thema und zwar Corona. Dieses Thema zeigt meines Erachtens in deutlicher Weise, wie verletzlich unsere Gesellschaft tatsächlich ist, in einer Weise, wie wir uns das vor einem Jahr noch nicht vorstellen konnten. Und ich meine auch, dass wir auf eine Pandemie in diesem Umfang und in diesem Ausmaß nicht vorbereitet waren, ganz einfach deswegen, weil wir seit Menschengedenken etwas derartiges nicht mehr erlebt haben. Die Politik war zugegebenermaßen unvorbereitet, die Wirtschaft genauso und sogar, was noch erstaunlicher ist, offenbar auch die Medizin. Vielleicht haben wir alle uns zu sicher gefühlt in unserer modernen Gesellschaft. Wir haben sicherlich alle angenommen, dass Seuchen, wie es im Mittelalter an der Tagesordnung war, wie die Pestepidemie im 14. Jahrhundert, dass etwas derartiges heute nicht mehr passieren kann. Und wir sind durch die Abläufe der letzten Monate in der Beziehung leider eines Besseren belehrt worden.
Ich möchte in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass sich sogar der Sprachgebrauch geändert hat. Früher war es ja erstrebenswert, wenn man positiv war. Heute ist die Tatsache, positiv zu sein, nichts Gutes mehr, sondern das Befreiende und Erlösende ist eher, wenn man negativ ist, jedenfalls was die Testung bei Corona anbelangt. Wichtig ist, und da herrscht Einigkeit in allen Bereichen, dass wir große Anerkennung zollen denjenigen, die in dieser Pandemie in besonderer Weise sich für die Allgemeinheit einsetzen. Das sind die Pflegekräfte im Altenbereich, im Krankenbereich. Das sind natürlich die Ärzte, das sind auch die Gesundheitsämter, die Vorbildliches leisten, zum Teil auch mit Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr. Das sind übrigens auch Polizeibeamte, die die öffentliche Ordnung gewährleisten müssen in einer alles andere als einfachen Situation. Und in dieser Situation hat der Bezirkstag im Dezember vergangenen Jahres, so wie jedes Jahr, den Haushalt für das kommende Jahr, diesmal 2021, beraten und beschlossen. Und deutlicher als jemals zuvor war das Wort Haushaltsplan. Plan bedeutet eine Perspektive für die Zukunft, die im Jahr 2021 sicherlich viel weniger berechenbar ist als in anderen Jahren zuvor. Und diese schwierige und ich möchte sagen nahezu unlösbare Aufgabe hat der Bezirk Schwaben in großer Einigkeit im Bezirkstag hinter sich gebracht. Ich durfte selber die Haushaltsrede für die CSU-Fraktion halten und wir haben einen Haushalt 2021 aufgestellt, der der derzeitigen Situation aus meiner Sicht gerecht wird in einem Gesamtvolumen von etwa 950 Millionen Euro. Der Bezirk nähert sich zielstrebig der Milliarde. Und ich meine, man sollte bei der Gelegenheit auch erwähnen, woher hat der Bezirk seine Finanzmittel, die er dann für den Bereich der Pflege, für soziale Aufgaben, auch für kulturelle Aufgaben verwendet und ausgibt. Diese Finanzmittel kommen im Wesentlichen aus zwei Quellen. Das eine sind die sogenannten FAG-Mittel des Freistaats Bayern. FAG heißt Finanzausgleichsgesetz. Und da haben wir sehr gezittert und gebangt, ob in diesem Jahr diese Mittel wie in den Jahren zuvor fließen. Und wir haben die erstaunliche Erkenntnis gewonnen, dass diese Mittel nicht nur in gleichem Umfang bezahlt wurden, sondern dass sie sogar aufgestockt worden sind um 15 Millionen Euro bayernweit. Und in dem Zusammenhang darf ich ganz herzlich auch unserem Abgeordneten Georg Winter danken für seinen Einsatz in dieser Beziehung für die finanzielle Ausstattung der Bezirke. Die zweite wesentliche Einnahmequelle ist die Bezirksumlage, die die Landkreise und die kreisfreien Städte aufbringen müssen. Und der Hebesatz dieser Bezirksumlage hat im Jahr 2016 22,9% betragen. Der Hebesatz ist dann in den folgenden Jahren abgesenkt worden auf 22,4%, also um ein halbes Prozent. Und in der derzeitigen Situation, der Uli Lange hat es bereits erwähnt, haben wir, um die Aufgaben des Bezirks auch zuverlässig erledigen zu können, im Jahr 2021 die Bezirksumlage wieder auf die Größenordnung von 2016 angehoben, also 22,9%. Und wir haben diese Anhebung noch ergänzt um die Zusage, dass wir auch im Jahr 2022 keine weitere Erhöhung der Bezirksumlage planen, um auch für die Umlagezahler Planungssicherheit zu gewährleisten. Und deswegen meine ich auch eine verlässliche, eine akzeptable Entscheidung, die den Interessen aller Beteiligten auch Rechnung trägt. Vielleicht noch ein Wort zu verschiedenen Projekten, die wir beim Bezirk Schwaben aktuell verfolgen. Das eine hat einen konkreten Bezug zum Landkreis Dillingen. Der Bezirk Schwaben hat erstmals in seiner Geschichte eine Außenstelle errichtet, und zwar im Schloss in Höchstädt. Das freut mich natürlich ganz besonders, dass diese Außenstelle bei uns im Landkreis errichtet worden ist, nach dem Motto, das ich damals auch gewählt habe, der Bezirk kommt zu den Menschen. Der Bezirk soll keine anonyme, abstrakte Behörde in Augsburg sein, sondern er soll ein Gesicht vor Ort haben. Und deswegen begrüße ich sehr, dass wir diese Außenstelle des Bezirks in Höchstädt schaffen konnten, die sehr gut angenommen wird.
Und die weitere Ausgestaltung, auch der weitere Ausbau dieser Außenstelle wird in den kommenden Monaten sicher auch noch diskutiert werden. Der zweite wichtige Punkt, das sind die Pflegestützpunkte. Pflegestützpunkte dienen vor allem der Beratung der Bevölkerung bei allen Themen, die mit dem Stichwort Pflege zusammenhängen. Eine Initiative gemeinsam von den Kassen und auch von den kommunalen Ebenen. Und da habe ich von Anfang an die Auffassung vertreten, dass diese Pflegestützpunkte wegen des inhaltlichen und sachlichen Zusammenhangs in die Nähe der Außenstelle gehören. Es muss also eine Anlaufstelle existieren, wo alle Fragen beantwortet werden, die mit dem Thema Pflege zusammenhängen. Und deswegen gehen auch die Überlegungen dahin, diese Pflegestützpunkte mit den Außenstellen des Bezirks zu kombinieren. Und ein dritter, aus meiner Sicht sehr wichtiger Punkt, das ist der sogenannte Krisendienst für psychisch kranke Menschen, der bayernweit und jetzt auch bei uns im Bezirk Schwaben ins Leben gerufen worden ist, mit einer Leitstelle, die angegliedert ist beim Bezirkskrankenhaus in Augsburg. Dieser Krisendienst leistet telefonische Beratung für alle, die in Schwierigkeiten sind aus Gründen einer psychischen Erkrankung. Und es geht nicht nur um die telefonische Beratung, sondern es gibt auch sogenannte mobile Teams, die eine aufsuchende Arbeit erledigen, die also zu den Hilfesuchenden auch hinfahren und sich dort vor Ort ein Bild verschaffen und versuchen, eine möglichst niederschwellige Lösung zu finden. Und aus meiner Tätigkeit als Betreuungsrichter weiß ich, dass dann, wenn eine krisenhafte Zuspitzung der Erkrankung stattfindet und die Personen ohnehin sehr stark belastet sind, dass dann, wenn sie dann zusätzlich noch einen Ortswechsel mitmachen müssen ins Bezirkskrankenhaus, dass das in besonderer Weise nochmals belastend wirkt. Und deswegen ist es sicher eine gute Initiative und eine gute Idee, wenn diese mobilen Teams vor Ort fahren und versuchen, die gesundheitliche Zuspitzung dann vor Ort bereits zu beheben. Ab 1. Juli 2021 wird dieser Krisendienst rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Vielleicht ein Wort noch zur Atmosphäre im Bezirkstag. Da herrscht eine konstruktive Atmosphäre, ein gutes Einvernehmen mit den allermeisten Bezirksrätinnen und Bezirksräten. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass das auch ein Verdienst natürlich des Bezirkstagspräsidenten Martin Seiler ist, der es sehr gut versteht, alle mitzunehmen, alle einzubinden und auch Vorschläge aufzugreifen, die gut sind, egal von wem sie kommen. Deswegen bin ich der Auffassung insgesamt, dass der Bezirk Schwaben in dieser schwierigen Zeit, in dieser etwas unüberschaubaren Situation ein verlässlicher Partner ist bei all seinen Zuständigkeiten, sowohl im sozialen Bereich als auch im kulturellen Bereich, dass er ein stabiler Faktor ist. Man könnte fast sagen, ein Fels in der Brandung. Und ich bin gern bereit, auch weiter daran mitzuwirken, dass dies in der Zukunft so bleibt. Bin allerdings angewiesen auf Unterstützung und deswegen darf ich ganz herzlich dem Uli Lange danken dafür, dass er uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn es um Fragen und Probleme geht, dass immer kurze Wege vorhanden sind, die uns die Arbeit wirklich außerordentlich erleichtern. Ich möchte mich beim Georg Winter bedanken für seinen Einsatz, bei Katja Müller und auch bei Frank Kunz, der uns jetzt zugeschaltet ist und in einer Videobotschaft sich ebenfalls an uns wenden wird. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche unserer virtuellen Zusammenkunft noch einen guten weiteren Verlauf. Dankeschön. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass ich mit dabei sein kann beim digitalen Fischessen 2021. Gerade in der Corona-Zeit ist es ja ganz, ganz wichtig, auch miteinander in Kontakt zu bleiben. Und digital ist das möglich. Da ein Dank an Sigi Nürnberg und Manuel Knoll von der Jungunion, die uns das in diesem Jahr gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen in der Technik ermöglichen. Wir haben insgesamt einen Kreisverband, der hervorragend aufgestellt ist. Wir haben eine tolle Mannschaft, begonnen bei der kommunalen Ebene, bei den Kolleginnen und Kollegen in den Städten und Gemeinden, an der Spitze vertreten durch Tobias Steinwinder, das ist unser Vorsitzender im Bayerischen Gemeindetag, der hervorragend unsere kommunale Familie vertritt. Und wir haben ebenso ein starkes Sprachrohr
mit Johann Popp im Schwäbischen Bezirkstag, mit Georg Winter im Bayerischen Landtag und natürlich Ulrich Lange, der unsere Belange in Berlin bestens vertritt. Er hat jetzt spannende Wochen vor sich. Es geht ja um die Vertragsverlängerung. Da machen wir uns aber wenig Sorgen, weil Uli Lange die letzten Jahre eine hervorragende Arbeit gemacht hat und in unserer Region viel auf den Weg gebracht hat. Uli, auch danke für deinen super Einsatz für unsere Heimat. Ja, nicht persönlich, freue mich, obwohl ich natürlich digitale Formate liebe, freue mich auch wieder auf Präsenzveranstaltungen und darf deshalb schon mal darauf hinweisen, dass wir uns nächstes Jahr hoffentlich dann wieder in Finningen sehen beim traditionellen Fischessen dann in Präsenz. Viele Grüße aus Dillingen. Dabei waren und uns ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Herzlichen Dank natürlich an unsere Gäste und Referenten, an die Katja Alpsteiger, an den Uli Lange, an, jetzt habe ich doch einen Versprecher reingebracht, Entschuldigung, an die Katrin Alpsteiger, so ist es mit den Ks, und die Katja Müller, den Uli Lange und den Frank Hunz und den Dr. Hans Popp. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Veranstaltungsreihe, unsere älteste und längste Tradition, nächstes Jahr das Fischessen wieder in Präsenzform fortsetzen dürfen. Darauf freuen wir uns schon heute. Herzlichen Dank an alle Mitbürger und Mitbürger, den Unternehmen und Geschäften, die seit knapp einem Jahr große Einschränkungen hinnehmen mussten. Wir alle hoffen, dass die rückläufigen Inzidenzwerte und das Bemühen, den Impfschutz möglichst schnell umzusetzen, dazu führen werden, dass der große Lockdown bald Geschichte ist. Unseren Machern des heutigen Abends, den Freunden aus der Union, sage ich ein kräftiges Dankeschön, allen voran Siegfried Nürnberg, der die Studioaufnahme organisierte, Manuel Knoll, der den Trailer zu Beginn produzierte, Johannes Wunderle, der sich um die Organisation kümmerte, Roland Wiedemann mit Michael Dankesreiter, die hier für das Studio verantwortlich zeichnen, wo wir heute zu Gast sein konnten. Ein großes Kompliment unserer Jungen Union in unserem Kreisverband, die mitgeholfen hat, dass die Idee von 68 weiterlebt zum 53. Mal und natürlich auch, wir hoffen, im nächsten Jahr. Und schließe mit einem Wunsch auf einen guten Appetit, ganz besonders mit den Schmankerl vom Schlüsselwirt Finningen. Danke fürs Mitmachen und ein schönes Wochenende mit sonnigen Aussichten. Wir hören jetzt die Hymne.